Ja, es tut mir sehr, sehr leid, dass ich heute nicht bei Ihnen sein kann aus persönlichen Gründen, und dass das mit der Technik so schwierig ist. Aber ich hoffe sehr, dass wir es jetzt geschafft haben. Mein Name ist Susanne Schweiger. Ich leite das Institut für Humangenetik an der Universitätsmedizin in Mainz. Ich habe hier auch die Namen meiner engsten Kollegen aufgeführt. Den Oliver Tischer kennen wahrscheinlich viele von Ihnen, genauso wie die Isabel Heinrich, die ja beide in der Klinik für Psychiatrie in Mainz sind. Und die Hanna Dunkel ist eine junge Assistenzärztin bei mir im Institut, die hilft, dass wir das eben, das Programm, das wir uns vorgenommen haben und das wir so gerne umsetzen möchten, auch durchgeboxt kriegen. Ich würde jetzt meine Kamera wieder ausmachen, einfach damit die Datenübertragung besser läuft und damit Sie mich auch besser hören. Wir beschäftigen uns ja schon seit langem mit der Huntington-Erkrankung und ich würde Ihnen gerne heute so ein bisschen vorstellen, was wir im Laufe der Jahre gelernt haben und wieso wir zu dem Schluss gekommen sind, dass Metformin vielleicht helfen könnte. Das Slide hätte ich mir ganz genauso gut auch schenken können. Die Erkrankung Chorea Huntington kennen Sie alle viel besser als ich, auch die Symptomatik mit der Bewegungsstörung, auch der kognitiven Einschränkung und der psychiatrischen Erkrankungen kennen Sie viel besser als ich. Sie wissen auch sehr genau, dass es sich um eine Erbkrankheit handelt. Das hat der Hua ja jetzt vorhin schon ganz toll erklärt, mit einem 50-prozentigen Risiko, dass das an die Kindergeneration geht. Das Erkrankungsalter wird unter anderem an der Anzahl, durch die Anzahl der Repeats, aber gibt es eben auch noch viele andere Faktoren, wie Sie eben auch schon gehört haben, bestimmt, und die Antizipation über die männliche Keimbahn ist möglich. Ton ist da und dann gehen wir bitte auf F1, also auf den Button. Genau, mach mal hier das Bild groß, damit du das mal größer siehst. Genau, und dann schreibt jetzt jemand, Ton ist gut, man hört sie gut. Okay, dann wird, kann ich weitermachen? Ja, gut, ich mache weiter. So. Das ist jetzt hier, was ich Ihnen jetzt hier zeige, ist so ein bisschen die Grundlage von dem, was wir gefunden haben. Dieses Ding hier auf der linken Seite, das Sie da sehen, wo Q25 drüber steht, das ist die RNA, die, aha, jetzt sehe ich Sie. Das ist ja super. Sie hören mich aber weiter. Ja. Gut. Das ist die RNA, die produziert wird von einem Huntingtin-Gen, das 25 CAG-Repeats hat. Und was Sie hier sehen, ist, dass diese CAG-Repeats nicht einfach linear vorliegen, sondern sich in so, wir nennen das Sekundärstrukturen, faltet. Und da ist eben dieser Bömmel, der da so rausguckt, das nennen wir Hairpin-Struktur. Und an diese Hairpin-Struktur haben wir gefunden, da bindet sich ein Eiweißkomplex. Also verschiedene Eiweiße gehen dahin und binden daran. Und über diesen Eiweißkomplex kommt es dann zu einer Induktion der Proteinsynthese von dieser Huntingtin-mRNA. Und das verursacht dann oder das führt dann dazu, dass Huntingtin-Protein produziert wird. Jetzt schauen wir uns mal an, was passiert, wenn der CAG-Repeat sich verlängert. Dann passiert nämlich das, was Sie hier sehen auf der rechten Seite des Bildes, dass dieser Hairpin sich deutlich verlängert. Ne? Dieser Bömmel, der ist jetzt richtig lang. Das ist jetzt ein Beispiel, wenn da 47 CAG-Repeats da vorhanden sind. Und was dann weiter passiert ist, dass dieser Eiweißkomplex jetzt nicht nur einmal bindet, sondern eben häufiger, weil einfach genug Platz ist. Und wenn dieser Eiweißkomplex dann da einfach so bindet an diesen langen Hairpin, dann kommt es auch zu einer stärkeren Induktion der Eiweißsynthese, der Proteinsynthese.
und es entsteht deutlich mehr krankheitsverursachendes oder wie wir sagen aberrantes Huntingtin-Protein, als das im Normalzustand so passiert. Das Huntingtin, das auf dieser rechten Seite produziert wird, hat eben auch diesen Glutamin, diesen verlängerten Glutamin-Stretch, wie wir sagen, weil das CAG-Repeat ja verlängert ist, aber auch wird mehr davon produziert einfach. Und das haben wir auch eigentlich ganz eindrucksvoll gesehen. Hier müssen Sie nicht erschrecken, dass das hier so ein bisschen ein wildes Bild ist. Ich führe Sie da durch. Oben links sehen Sie so einen, was wir sagen, Westernblot, wo man Eiweiß einfach sichtbar machen kann und dann auch messen, wie viel davon da ist. Und was wir sehen ist, dass hier auf diesem, in dem oberen Teil dieser linken Abbildung, da sehen Sie das Huntingtin, HTT-Protein, und zwar sehen Sie eigentlich zwei Banden. Ich hoffe, Sie sehen meine Maus, eine obere und eine untere Bande. Und die untere, die sieht halt einfach viel schwächer und viel Licht, viel weniger Licht produzierend aus als die obere. Die obere ist viel stärker und wir schließen daraus, dass halt einfach wirklich mehr von dieser Bande da ist als von der unteren. Die obere Bande repräsentiert das krankheitsverursachende Huntingtin-Protein. Die untere Bande repräsentiert das normale, das Wildtyp Huntingtin-Protein. Das Ganze stammt aus einer Maus, weil wir ja bei der Maus können wir ja das Gehirn rausnehmen und uns im Gehirn angucken. Und ganz, ganz oben, ich sehe so ein blauer Strich, da ist die Huntingtin-Maus, wie sie ausschaut, dargestellt. Und diese CAG-Repeats in der Maus sind 111 in diesem Fall. Wir haben auch Mäuse benutzt, die 150 CAG-Repeats haben oder eben 111. Warum brauchen wir so viele CAG-Repeats in der Maus? Die Maus lebt halt einfach nicht so lange wie der Mensch. Die Maus lebt ja nur 2 Jahre höchstens. Und weil das eine Erkrankung ist, die sich mit der Zeit ändert und mit der Zeit akkumuliert, müssen wir bei der Maus höhere Repeat-Zahlen nehmen, damit die einfach früher zu ihrer Lebenszeit Symptome entwickelt, damit wir das auch untersuchen können. Und wenn Sie jetzt auf die linke untere Abbildung gucken, da ist die Quantifizierung, also da ist gemessen, wie viel von welchem da ist. Und da sehen Sie WTWT, das ist Wildtyp. Und dann sehen Sie Q111, Q111, das ist auf beiden Allelen Q111, das ist das Homozygote. Und da sehen Sie wirklich viel mehr Huntingtin, krankheitsverursachenden das Huntingtin in dem Fall, als im Wildtyp. Und rechts sehen Sie, rechts dieser Graph zeigt die Quantifizierung in ein und demselben Tier, nämlich dem sogenannten heterozygoten Tier, wo auf einer Kopie des Huntingtin-Gens 111 CAG-Repeats liegen, auf der anderen Kopie Wildtyp. Und da, auch da sehen Sie, Wildtyp ist viel weniger als krankheitsverursachendes Protein. Das heißt, wir haben jetzt nicht nur das Problem bei der Huntington-Erkrankung, dass wir dieses verlängerte CAG-Repeat haben und dann sich daraus dieses sehr sticky und schlecht lösliche Glutamin-Stretch-Protein bildet, sondern wir haben auch einfach deutlich mehr von diesem krankheitsverursachenden Protein. Und wenn Sie sich die Zelle vorstellen, die Zelle ist ja ganz, auf ganz engem Raum liegen da ganz viele Eiweiße nebeneinander. Wenn da einfach eins mehr produziert wird, kann man sich gut vorstellen, dass das auch ein großes Thema für die Zelle wird, dass irgendwann wird es zu viel und dann kippt das um. Was können wir machen? Denn das ist ja das, was uns interessiert. Uns interessiert, wie können wir eine Therapie entwickeln? Wenn wir uns das jetzt also wieder anschauen, ich hatte ja diesen Hairpin gezeigt, hier links sehen Sie wieder dieses lange Bömmelding, diesen Hairpin, wo diese vielen
Proteinkomplexe, Eiweißkomplexe dranbinden. Hier in der Mitte habe ich es auch nochmal vergrößert. Dadurch kommt es ja eben zu dieser Induktion der Proteinsynthese. Wenn wir jetzt was finden würden, was hier diesen Komplex stört, ja, das, was sich da so dazwischen mogelt, zwischen die eine Seite dieses Komplex und die andere Seite dieses Komplex, und dann eben verhindert, dass dieser Komplex hier wirklich auch Eiweißsynthese induzieren kann, dann könnte man sich vorstellen, dass dann auch die Aggregation, also die Eiweißsynthese von dem krankheitsverursachenden Protein, die Aggregation, aber auch die Pathologie verhindert wird. Moment, da habe ich noch. Ja, okay. Das heißt, unser Ziel ist, hier was zu finden, was diesen Eiweißkomplex stört an seiner Funktion, sodass eben keine Proteinsynthese, dass die deutlich reduziert wird oder am besten dann vielleicht auch gar nicht mehr möglich ist. Und das, und wir haben gefunden mit in Screens, wo wir einige Medikamente probiert haben, dass Metformin sowas tun könnte. Jetzt Metformin ist, wie ich da oben schon geschrieben habe, ein old friend, also ein alter Freund. Das kennen wir schon seit vielen, vielen Jahren. Das wird nämlich eingesetzt bei Typ-2-Diabetes, also bei dem Altersdiabetes. Das greift in den Insulinstoffwechsel ein, hemmt ein sehr zentrales Enzym, wir nennen das mTOR-Kinase, und es kommt eben dann dazu, dass Insulin besser agieren kann in den Zellen von Patienten mit Diabetes. Außerdem ist es inzwischen in den USA insbesondere eine hippe Droge geworden, auch von vielen meiner KollegInnen, die in der Alternsforschung forschen, weil Metformin als eins der berühmtesten und wichtigsten kleinen Moleküle gefunden worden ist, dass es den Alterungsprozess aufhalten kann oder zumindest deutlich verzögern. Das Nebenwirkungsspektrum ist uns allen sehr gut bekannt, weil eben ganz, ganz viele Menschen, eben die Diabetespatienten, schon seit vielen Jahren das Medikament nehmen. Es gibt nur ein ganz kleines Nebenwirkungsspektrum. Man muss ein bisschen vorsichtig sein mit den Zuckerwerten. Deswegen, wenn wir PatientInnen oder auch meine KollegInnen, die dieses Metformin nehmen, obwohl sie eigentlich nur altern und sonst eigentlich nichts haben, die lassen auch regelmäßig ihre Zuckerspiegel überprüfen. Jetzt haben wir das Metformin auch mal ausprobiert in der Maus. Ich hatte ja schon gesagt, dass wir Mausmodelle brauchen, um zu erforschen, erstens mal, wie die Krankheit entsteht und zweitens dann aber auch, wie Medikamente wirken und ob sie überhaupt wirken. Und wir haben uns eine Phase in der Erkrankung ausgesucht, um das zu testen. Wir haben ein Mausmodell diesmal mit 150 CAG-Repeats genommen, wie Sie hier oben sehen. Hier ist die Krankheitsphasen des Menschen, hier sind die Krankheitsphasen der Maus nebeneinander gestellt. Und wir haben uns für diese Phase hier VFDO, Very Far From Disease Onset, haben wir diese Phase genannt. Denn wir denken, dass wenn wir eine Chance haben wollen für eine Therapie, es zunächst einmal darum geht, die Krankheit aufzuhalten bzw. zu verhindern. Je später in dem Krankheitsverlauf ein Medikament ja gegeben wird, desto mehr muss dieses Medikament können. Denn es muss ja nicht nur die Krankheit aufhalten können, sondern es muss ja dann auch reparieren können. Wir denken, dass Metformin wahrscheinlich eher nicht reparieren kann, aber dass es aufhalten können sollte. Wir haben also die Mäuse ganz früh hier, da waren die Mäuse erst 12 Wochen alt, ganz früh mit Metformin gefüttert. Mit 12 Wochen sind Mäuse auch schon erwachsen, sodass man da nicht jetzt in irgendwelche Entwicklungsprozesse eingreift. Wir haben die 11 Wochen lang mit Metformin im Trinkwasser gefüttert und haben dann erstmal geguckt, was passiert jetzt mit diesem Huntingtin-Protein? Ich hoffe, Sie können mich noch hören.
Ja. Okay, super. Und hier sehen Sie wieder so ein wildes Bild. Da sieht man wieder Banden. Das ist wieder die Eiweißmenge, die wir da auf den Blot gebracht haben im Gehirn der Maus nach 11 Wochen Behandlung im Trinkwasser. Und was Sie sehen ist, hier in diesem mittleren, auf diesem mittleren Bild, Wildtyp Huntingtin, das sieht annähernd ähnlich aus. Da tut sich nicht so richtig viel. Aber bei dem mutierten Huntingtin, und darüber waren wir selber überrascht, da gab es wirklich ein ganz... Das sieht man auf den ersten Blick, da lässt sich auch nichts rum interpretieren. Wirklich, hier ist Metformin drin, hier ist Metformin nicht behandelt worden. Eine ganz klare Reduktion des mutierten Huntingtin-Eiweißes. Hier unten, das ist die Quantifizierung des Huntingtin aus dem der 150er-Maus ohne Metformin und mit Metformin. Da sieht man auch, dass dieses Eiweiß, dieses krankheitsverursachende Eiweiß, signifikant weniger wird, während das Wildtyp-Eiweiß eigentlich mit Metformin nicht sich sonderlich ändert. Das ist diese Spezifität, die wir da gesehen haben, war für uns auch eine Überraschung. Wir interpretieren das so, dass eben dieser Eiweißkomplex, den ich Ihnen gezeigt habe, der sich an dieses lange Hairpin bindet, insbesondere bei der Synthese des mutierten Huntingtins eine Rolle spielt. Dann haben wir uns geguckt, was mit der Maus eigentlich so passiert, wenn wir die mit Metformin gefüttert haben. Und das hier ist auch ein bisschen ein wildes Bild. Hier oben links sehen Sie das Gehirn einer Maus. Und in dieses Gehirn der Maus, so kurz über dem, wir nennen es visuellen Kortex, also dem Hirn, das vor allem für die Aufnahme von Licht wichtig ist, da wird die Schädelkalotte aufgebohrt. Klingt alles wirklich wild, ist, wenn man es kann, dann aber nicht ganz so schlimm. Und man baut eine Optik ein, so eine Mikroskopieroptik. Dann spritzt man dem Tier einen Calciumindikator, also etwas, das an Calcium bindet und immer dann, wenn Calcium hoch ist, besonders grün wird. Und so sieht das Bild dann aus, dass man da aufnehmen kann. Hier Wildtyp und Huntingtin 150er Maus. Sie sehen hier lauter grüne Punkte. Das sind einzelne Neurone, die in diesem Moment, wo das Bild aufgenommen worden ist, aktiv sind und feuern. Und damit kann man auf Einzelzellbasis gucken, wie welche Neuronen wie aktiv sind. Das ist in der Arbeitsgruppe von Professor Stroh in Mainz, inzwischen ist er nach Münster gegangen, analysiert worden. Und hier, das ist es dann, was die so ableiten auf die Länge der Zeit. Hier das Bild, das ist ja nur ein Snapshot von einem bestimmten Zeitpunkt. Hier rechts oben sehen Sie, wie es dann aussieht, wenn man das über eine längere Zeit sich anguckt. Und da sieht man diese Peaks da so. Und hier beim Huntington auch. Und Sie sehen vielleicht schon, hier beim Huntington, das sieht irgendwie ein bisschen anders aus, da sind irgendwie mehr Peaks. Und so ist es dann auch. Wir haben dann geguckt, wie viele Zellen nur ganz wenig aktiv sind, wie viele Zellen mittelmäßig aktiv sind und dann auch, wie viele Zellen besonders aktiv sind. Wir nennen es hyperaktiv. Und Sie sehen hier in diesem Tortendiagramm rechts unten, dass beim Wildtyp, da sieht man 26%, also so ungefähr fast so ein bisschen Drittel, ein bisschen weniger als ein Drittel, ganz, ganz wenig aktive Zellen und dann also fast schon, sagen wir mal vielleicht eher, hier, das sind ja schon 3/4, mittelmäßig aktive Zellen. Aber hyperaktive Zellen, also überaktive Zellen, sehen wir da gar nicht. Das Bild ändert sich dann aber in der Maus, die das Metformin bekommen hat. Nämlich, es sind weniger Zellen, weniger als die Hälfte von diesen ganz leicht aktiven Zellen. Es gibt ein bisschen mehr mittelmäßig aktive Zellen und es gibt vor allem diese 4% hyperaktiven Zellen. Zeigt uns, dass das ganze Netzwerk, das neuronale Netzwerk, schon ganz früh in der Maus sich in Richtung einer Überaktivität bewegt hat.
Wir haben das dann mit Metformin behandelt, dieses Tier, also diese Tiere, so wie mit dem, wie ich den Westernblot auch gezeigt habe. Hier nochmal so ein wildes Bild. Und eigentlich ist jetzt hier wichtig, dass man sich auf die Tortendiagramme konzentriert. Und zwar, was wir gesehen haben, hier wieder rechts, nochmal zur Erinnerung, das ist halt das Bild unbehandelt, Wildtyp gegen die 150er Maus. Und hier wieder diese hyperaktiven Zellen, die da rot bezeichnet sind und die deutlich weniger ruhigen Zellen, wenig aktiven Zellen. Wenn man jetzt Metformin gibt, dann sehen Sie hier auf der linken Seite die Tortendiagramme. Beim Wildtyp, wenn man Metformin gibt, da ändert sich nicht viel. Bei der Huntington-Maus aber, wenn man Metformin gibt, dann gleicht sich das wieder vollständig an den Wildtyp an. Das heißt, wir können diese Überaktivität, diese Aufgeregtheit in dem Netzwerk, in der Huntington-Maus ganz früh durch das Metformin stoppen. Wir haben uns dann angeschaut, ob das sich auch irgendwie auf das Verhalten spiegelt. Und haben dafür erstmal geschaut, ob die Maus überhaupt so früh schon Verhaltensauffälligkeiten hat. Dafür haben wir das hier benutzt. Das nennt man ein Open Field. Das Open Field ist einfach nur eine Box. Da sehen Sie hier diese Umrandung von der Box. Da setzen wir die Maus rein und dann gucken wir, wo die Maus hinrennt. Normale Mäuse haben so ein bisschen Angst, sind so ein bisschen vorsichtig, die sind mehr hier am Rand, aber dann werden sie auch neugierig und gehen mal in die Mitte von diesem offenen Feld. Die Huntington-Maus, ich habe da leider jetzt kein Bild mit, die Huntington-Maus, die nicht behandelt ist, die wird mutig. Die ist viel, viel mehr hier in dem Zentrum und das ist hier auf dem Graphen dargestellt. Hier ist die Wildtyp-Maus und wir berechnen die Zeit, die die Maus im Zentrum sich aufhält. Beim Wildtyp, ja, halt so ein bisschen, bei der Huntington-Maus signifikant mehr. Wenn man jetzt Metformin gibt, dann entsteht ein Bild, das Sie hier auch sehen, rechts von dem Wildtyp-Bild, dann ist es einigermaßen wieder, also wenn man diese beiden Boxen hier vergleicht, sieht man jetzt eigentlich keinen richtigen Unterschied und es macht die Quantifizierung, zeigt das auch, wenn man Wildtyp mit Metformin behandelt, passiert nicht viel, da ändert sich nichts. Wenn man die Huntington-Maus mit Metformin behandelt, dann wird die Maus ruhiger, weniger risikoreich und hat wieder ihr normales Wildtypverhalten sich angewöhnt. So, und dann kam auch 2017 eine Publikation raus von einer Gruppe, weil wir uns natürlich fragen, ich meine, Mäuse ist ja ganz nett, wenn wir in Mäusen was zeigen können, aber Menschen sind halt keine Mäuse. Das haben wir ja in vielen Studien mit allen möglichen Erkrankungen schon gelernt, dass was wir in der Maus sehen, nicht unbedingt das ist, was wir dann auch im Menschen sehen. Wir haben uns dann gefragt, das heißt ja, dass Metformin eigentlich ganz früh schon mal die Huntington-Netzwerkveränderungen und die Verhaltensauffälligkeiten beruhigen kann und auf Wildtyp-Niveau wieder angleichen kann. Wir haben uns gefragt, wie ist das jetzt im Humanen, im Menschen, im Patienten? Das ist schwierig zu untersuchen, aber es gab doch eine Gruppe, die hat untersucht, Patienten, die Diabetes hatten und Huntington. Ist natürlich eine relativ kleine Schnittmenge, aber diese Patienten, die bekommen ja Metformin oder eben andere Antidiabetika. Und diese beiden Gruppen, Diabetes mit Metformin und Diabetes mit was anderem, haben die verglichen und haben da gesehen, retrospektiv, dass es wirklich einen deutlichen, signifikanten Effekt hat auf die kognitive Funktion. Nun ist es natürlich ein schwieriges System. Erstens gibt es nicht so viele Patienten. Zweitens ist ja Diabetes auch ein Risikofaktor für eine Neurodegeneration. Das heißt, man hat da eine Patientengruppe, die noch extra vulnerabel ist.
Wir wollen jedenfalls, haben auch schon eine Studie geschrieben, sind gerade dabei, das zu finalisieren, um es dann an die DFG zu schicken und Geld dafür zu bekommen. Die sogenannte Proof of Concept Studie, da sind 4 Zentren mit dabei, Mainz, aber auch Bochum, auch Münster, auch Aachen. Also die Frau Reetz, der Carsten Saft, der ja heute auch bei Ihnen ist, und der Herr Reilmann. Wir wollen das prospektiv machen, also wir wollen gucken, wenn man Metformin gibt, was dann passiert. Multizentrisch, habe ich schon gesagt, randomisiert und Placebo kontrolliert. Und wie soll das aussehen? Hier habe ich mal so einen Zeitstrahl versucht. Also 0. Woche anfangen. Da wollten wir eine Baseline-Analyse, Untersuchung machen. Patienten kommen zu uns. Wir gucken uns an, wie es ihnen geht, wie sind die Scores. Und wir wollten Patienten nehmen, die ganz früh in ihrer aber schon symptomatischen Phase sind, damit wir wirklich auch was sehen können dann. Wir wollten, und an diesem ersten Besuch, 0. Woche, soll eine Lumbalpunktion stattfinden, damit wir die Protein, die Eiweißkonzentration von dem mutierten Huntingtin messen können. Da gibt es inzwischen ganz sensitive Systeme, die das können, aus dem Liquor diese Proteinbestimmung durchzuführen. Wir wollen dann eben Metformin geben und dann nach 3 Monaten, 12. Woche, nochmal eine Lumbalpunktion machen, um zu gucken, und das ist eigentlich der entscheidende Parameter in dieser Studie, Proof of Concept eben, ob die Proteinmenge, die Eiweißmenge von dem mutierten Huntingtin im Liquor gesunken ist. Wir wollten in der 3. Woche, also die Erstbesuch 0. Woche, die 2. Lumbalpunktion 12. Woche beim 3. Besuch. Dazwischen wollten wir noch einen 2. Besuch einfügen, um Nebenwirkungsmonitoring zu machen, um mit den PatientInnen sprechen zu können, wie es ihnen dabei geht, ob sie irgendwas bei sich festgestellt haben, was wir wissen müssten, und wollten eben da unbedingt die PatientInnen auch nochmal sehen. Und dann ab in der 12. Woche, nach der 12. Woche, wird auch das Metformin abgesetzt, und wir wollten dann in der 24. Woche nochmal eine Bestandsaufnahme machen und gucken, neurologisch, kognitiv, ob Symptomatik sich verändert hat. Und hier unten habe ich Ihnen aufgezeichnet, wie wir das mit der Dosierung machen wollen und mit dem Metformin, mit der Metformingabe. Wir wollen anfangen mit 500 Milligramm am Tag, wollen das dann aufdosieren nach einer Woche, immer so im wöchentlichen Abschnitt, nach einer Woche 1000 Milligramm, sodass wir dann in der 3. Woche voll auf die volle Dosis gehen können, 1700 Milligramm. Und dann das bis zur 12. Woche auch so weiterführen. Ab der 12. Woche wollten wir es dann absetzen und dann eben, wie gesagt, in der 24. Woche nochmal unsere PatientInnen bei uns sehen, um zu gucken, symptomatisch, wie sich es entwickelt hat. Ich habe natürlich, wir arbeiten sehr eng zusammen mit sehr, sehr vielen KollegInnen, in ganz Deutschland und auch international, denen ich natürlich unbedingt herzlich danken möchte. Vor allem, die Ergebnisse, die ich Ihnen gezeigt habe, ist eine Interaktion zwischen meiner Arbeitsgruppe, dem Michael Willem, und der Arbeitsgruppe von dem Albrecht Stroh. Ganz wichtig ist aber auch die Arbeitsgruppe vom Herrn Tischer. So wichtig, dass ich ihn anscheinend hier schon zweimal reingeschrieben habe. Und dann eben in der weiteren Folge auch die KollegInnen aus den anderen Zentren. Was wir auch haben, ist schon seitdem ich in Mainz angefangen habe, ich hatte das in Schottland, in Dundee auch schon mal so aufgesetzt, ein Huntington-Forschungs- und Behandlungszentrum in Mainz, wo wir eben in die Humangenetik sehr eng mit der Neurologie und sehr eng mit der Klinik für Psychiatrie arbeiten. Wir haben auch über das medizinische Versorgungszentrum den Herrn Scheurich an Bord, der sehr viel psychologische Begleitung macht für PatientInnen und auch Angehörige, vor allem auch Familien, die ja ein Risiko haben, das Gen zu tragen, vor und nach dem Test.
Und damit möchte ich Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit danken. Jetzt höre ich Sie gerade leider nicht. Jetzt? Sehr gut. Vielen Dank. Sie können gerne nochmal die Kamera anmachen. Sehr schön. Wir beantworten jetzt als erstes noch offene Fragen aus dem Publikum und dann gucken wir nochmal in das Chat von den Zuschauern zu Hause. So, dann laufe ich einmal rum. Guten Morgen, ihr Landwehrmann. Ich weiß nicht, ich mache mal so, dass ich mich sehen kann. Super. Können Sie mich sehen? Jetzt? Müsste an, ja? Ja, ich sehe Sie. Ja. Super. Also ganz herzlichen Dank für den schönen Vortrag. Ich hätte noch zwei Fragen zur Präzision. An welches Stadium der Huntington-Erkrankung denken Sie für die Teilnehmer? Das ist die erste Frage. Und wie operationalisieren Sie das? Sind das Menschen, die die Huntington-Mutation tragen, aber noch keine klinisch sich erfassbaren Symptome haben? Oder ist das anders operationalisiert? Genau, da treffen Sie schon gerade genau den kritischen Punkt. Da haben wir sehr, sehr lange drüber diskutiert. Und wir würden gerne in diese Studie, aber wenn Sie sind ja da der absolute Experte und es gibt auch noch andere Experten da jetzt im Raum auch. Wir würden eigentlich vorschlagen, PatientInnen zu nehmen, die schon früh, aber klinisch manifest sind, weil wir uns halt erhoffen, dass wir darüber mehr sehen. Jetzt in Bezug vor allem von Symptomatik, auch wahrscheinlich von Huntingtin-Produktion. Aber letztendlich ist die Metformintherapie eigentlich gedacht natürlich für PatientInnen, wo die Mutationen gefunden, also wo die betroffen sind, aber die noch keine Symptomatik haben. Weil das hatte ich ja, das Metformin, wir glauben, dass das über diese Induktion der Eiweißsynthese oder die Hemmung davon, dass das Metformin halt diesen Proteinload reduzieren kann und damit die Symptome, also die Krankheit aufhalten kann. Wir glauben aber nicht, dass es reparieren kann, also Neurone, die schon degenerativ verändert sind. Deswegen hatten wir uns das so überlegt, aber es ist halt wirklich immer dieses, ja, ist eine schwere Entscheidung. Was ich anregen würde, wäre, so Einflussbedingungen zu machen, dass messbare Mutante Huntington-Konzentrationen im Liquor vorliegen, ist die Erfahrung, dass einige im sehr frühen Stadium der Erkrankung nicht messbare Huntington-Spiegel haben mit den gegenwärtig verfügbaren Methoden und da sehr viele Betroffene sich bereit erklären, bei Studien mitzumachen, bei denen Normalpunktur gemacht wird und Liquor gewonnen wird, könnte man das vielleicht auch so einrichten. Gerade Bochum, Mainz, Aachen sind alles Zentren, die sehr viel Liquor punktieren und damit sehr viel Erfahrung haben. Das würde ich Ihnen empfehlen. Denn sonst haben Sie, ist ja im Wesentlichen ein Biomarker-Endpunkt, einen gewissen Prozentsatz von Teilnehmerinnen und Teilnehmern, bei denen Sie keine informativen Messwerte haben für diesen wichtigen Parameter. Super, vielen Dank. Das nehmen wir sehr, sehr gerne auf. Das ist ein sehr wichtiger Einwurf, weil wir natürlich, das ist ja unser wichtigster Parameter, weil der ja die Hypothese begleitet. Ja, vielen Dank. Dann bist du sichtbar. Schönen guten Morgen. Carsten, hallo. Hallo. Ja, ich habe auch eine Frage. Vielen Dank für den Vortrag. Ich glaube, ich fände es noch wichtig zu sagen, dass ich jetzt abraten würde, davon jetzt schon Metformin zu nehmen. Ich habe so ein bisschen Angst, dass Leute jetzt schon anfangen zu nehmen, weil wir, glaube ich, auch mit Unterzuckerungen und mit solchen Sachen, wenn nicht wirklich ein Diabetes vorliegt, das ist ja auch ein Punkt in der Studie, dass wir gucken wollen, wie sicher das ist. Ich weiß nicht, ob du dazu noch etwas sagen möchtest. Ja,
Ganz genau, also deswegen wird einmal im Monat beim Hausarzt werden die Zuckerspiegel überprüft. Es gibt bisher keine Berichte darüber, dass es zu einer Unterzuckerung kommt, wenn beim normalen metabolischen Zustand. Aber wir wollen natürlich auf keinen Fall jetzt eine Unterzuckerung ist ja ein lebensgefährlicher Zustand. Das wollen wir auf gar keinen Fall irgendwie herbeiführen. Und deswegen ist es auch total wichtig, dass Metformin unter ganz enger ärztlicher Kontrolle eingenommen wird und auch eben nicht einfach mal so. Bitte. Vielleicht noch wichtiger aus meiner Perspektive, aus der klinischen Perspektive, ist die Nierenfunktion. Meine Meinung ist, dass relativ viele Patientinnen und Patienten, gerade mit der Literatur, ich weiß nicht, welche Gründe, eine einschränkende Nierenfunktion unter Metformin erleben. Und das ist sicher, das kann man natürlich prüfen und lässt sich auch gut kontrollieren, weil es hielt ich für einen wichtigen Punkt, die unkontrollierte Einnahme, dass Nierenfunktion geprüft werden muss. Das ist ja bekannt, dass bei genau, das hatte ich mit dem Herrn Pertek auch gerade schon diskutiert und habe auch gesagt, dass ich gerne da nochmal eine Recherche mache. Es sind ja so viele PatientInnen schon mit Metformin behandelt worden. Das kann ich dann auch gerne nochmal an den Herrn Pertek schicken. Der kann es ja dann auch weiter verteilen. Guten Morgen, Heiliger. Danke. Schön, dass es doch noch geklappt hat, trotz der technischen Schwierigkeiten. Ja. Nach der alten Methode geht's oder geht's nicht mehr? Das ist immer so ein Windows-Verarbeiten. Ja, eine Frage noch zum Ablauf. Eine Placebo-Gruppe ist mit dabei? Ja, eine Placebo-Gruppe ist mit dabei. Soll Placebo kontrolliert werden. Mhm. Wir haben ja immer fundamentale Placebo-Effekte bei allen Studien, insbesondere auch bei Handlungsstudien. Wir haben das jetzt gerade frisch von Roche erfahren, dass die Placebo-Patienten, deren Geheimnis endlich von Roche gelüftet wurde, sich sowohl motorisch als auch kognitiv verbessern. Wie ist der Trick, dass die Patienten nach Ende der Studiengabe von Metformin sagen, oh, das hat mir gut geholfen, was sagen werden, ich nehme das einfach weiter. Ja. Das ist halt bei vielen Studien ein Thema, ganz genau. Da kommt es natürlich auch bei uns auf unserer Seite auf Aufklärung an. Und eben jedes Medikament hat Nebenwirkungen. Wir wollen ja auch, wir wollen niemanden beschädigen. Nun hatte ich eben auch gesagt, dieses Metformin ist sowieso schon so eine Fashion-Drug, also so ein irgendwie jeder, der sich, also. Es ist also, vor allem in den USA ist es hanebüchend. Da nimmt jeder, der meint, dass jetzt wichtig ist, dass er möglichst lange lebt, nimmt da Metformin. Wir hoffen, dass wir daraus natürlich auch noch mehr Informationen über das Medikament bekommen und die Nebenwirkungen. Was wir für die Placebo, das kann ich vielleicht hier mal so sagen, was wir für das Placebo bekommen werden, ist, die Firma Merck ist ja Hersteller von Metformin und die haben uns zugesagt, dass sie ein äquivalente Medikamente produzieren für uns. Aber ja, der Placebo-Effekt und das sind Sachen, die sind uns sehr, sehr, sehr bewusst. Und deswegen ist uns auch wichtig, in sehr engen Austausch mit unseren PatientInnen zu kommen, dass wir also auch die Kommunikation, ich meine, Kommunikation ist ja das A und das O, auch so aufsetzen können, dass die uns dann auch folgen, wenn wir sagen, Metformin zeigt jetzt halt leider nicht die Effekte, die wir erhofft haben. Ja. Ja, bei der alternative Versuchsanordnung nachdenken, sagen, die Placebo-Gruppe startet später. Ja. Die Vero-Gruppe. Das ist ethisch sinnvoller in meinen Augen. Und so statistische Methoden gibt es, die man nutzen kann, um da auch signifikante, also bedeutsame Effekte nachweisen zu können. Genau, insofern, es gibt ja auch so Crossover-Möglichkeiten. Genau. Ja. Danke. Noch jemand von hier? Okay, wir haben noch zwei Fragen. Ich komme zu euch. Ja. Guten Morgen, aus Rostock. Aus Unwissenheit eine kleine Frage auch zum Thema Sicherheit.
Gibt es von Enroll Datensätzen da im Hinblick auf Sicherheit von Metformin-Patienten, die vielleicht aus anderen Indikationen Diabetes Metformin einnehmen, Daten schon? Oder ist diese Studie, die Sie gezeigt haben, auch aus Enroll-Daten generiert worden, die von 2017? Genau, also die. Ich habe die Frage jetzt leider nur so halb verstanden, weil die ist ein bisschen. Ja, nochmal wiederholen, das war zu weit weg, das Mikrofon. Ich habe gefragt, ob es zur Sicherheit von Metformin bei Huntington-Patienten aus der Enroll-Studie Daten gibt, ob man da geschaut hat. Vielleicht bei Anwendungen also aus anderen Indikationen. Genau, also diese kognitive Studie, die ist schon aus Enroll-Daten entstanden. Ist nicht wirklich was erwähnt über die Sicherheit, aber es sind halt auch alles Diabetes-Patienten gewesen, kann man halt sehr schwer vergleichen mit dem Menschen, der keinen, also der eine normale metabolische Situation hat. Deswegen gibt es da die Hinweise nicht. Aber wie gesagt, aus den Alternstudien, die sich da ja jetzt in den USA alle zusammenbrauen, da gibt es auch Untersuchungen zur Sicherheit für Metformin. Noch jemand? Ich war noch eine Frage. Ich habe nur eine kurze Frage. Sie hatten vorhin gesagt, dass 12 Wochen lang die Gabe sein wird. Und meine Frage ist, ob das dann später so geplant ist, dass man das täglich nehmen muss. Also auch weiterhin oder nimmt man das für eine gewisse Zeit? Oder muss man es lebenslänglich nehmen? Wirklich eine total tolle Frage. Also grundsätzlich, um es nicht zu verkomplizieren, würden wir sagen, dass wir es erstmal so aufsetzen würden, dass man es wirklich lebenslang täglich nimmt. Und da ist eben das Nebenwirkungsspektrum von Metformin für sehr attraktiv. Und es ist ja auch nicht mehr teuer. Also es kostet nicht mehr viel Geld. Aber Sie haben vollkommen recht, dass wir, da haben wir ja auch schon einige Untersuchungen, Studien, jetzt gerade auch ein Review in Nature Neuroscience veröffentlicht, über diese sogenannten Tipping Points. Und dass wir glauben, auf die Dauer der Zeit, wenn man die Tipping Points erwischt und sozusagen das Netzwerk über eine kurzzeitige Metformingabe wieder rearrangiert in den nicht so aufgeregten, also hyperaktiven Zustand und den Proteinload da mal mit einem Intervall, einem kurzen Intervall, kurz und knackig sozusagen, runterbringt, dass wir dann wieder eine Weile auf jeden Fall, dass es genug sein sollte. Und es gibt da ja, die kennen Sie sicher alle, die Mausdaten von den Antisense-Oligonukleotiden, die haben ja Mäuse einmalig injiziert und die haben dann für 6 Monate waren die Symptome deutlich verbessert. Das glauben wir, hängt mit diesen Tipping Points zusammen. Aber da ist die Forschung einfach noch nicht weit genug. Da sollten wir aber unbedingt, ob jetzt Metformin oder was anderes, unbedingt dranbleiben, weil das ist, glaube ich, auch eine große, große Chance für eine Erkrankung wie die Huntington-Erkrankung, dass man eben eventuell dann mal so weit kommt, dass man nicht lebenslang mit irgendwas behandeln muss, sondern dass man gezielt über kurze Intervalle eingreifen kann und dann wieder eine ganze Weile, sagen wir mal, zur Ruhe hat oder es funktionieren sollte. Aber im Moment sind wir da noch nicht und wir würden halt gerne erstmal die Metformin, weil Metformin halt so ein doch mit einem ziemlich das Nebenwirkungsspektrum doch im Vergleich zu vielen anderen Medikamenten akzeptabel ist, würden wir zunächst mal gerne die Studie so oder die Einführung von Metformin als Medikation, so uns das gelingt, für eine Dauertherapie einführen. Ja. Super, ich sehe noch, wir haben 2 Fragen im Chat. Wenn Metformin die Krankheit aufhalten oder den Verlauf abschwächen könnte, wäre es doch auch sinnvoll, das auch im weiter fortgeschrittenen Verlauf zu testen. Könnte man dann nicht zusätzlich etwas lernen?
Ja, auf jeden Fall ja. Ja, man will natürlich, da sage ich es mal, nicht zu viel Hoffnung dann auch verbreiten, weil wie gesagt, im weiter fortgeschrittenen Stadium sind halt die Neuronen schon degenerativ verändert. Bei uns scheitert es halt, das wissen Sie ja auch alle wahrscheinlich, an den Möglichkeiten. Also wir sind jetzt eben schon am Kämpfen, die Studie bei der DFG einzureichen. Die wird teurer, als die DFG normalerweise jetzt Studien fördert. Da müssen wir mit den Sachbearbeitern da auch nochmal hin und her sprechen. Es ist halt dann auch wirklich eine Frage des Geldes, warum wir auch erstmal versuchen wollen, die ganz früh Manifesten zu erreichen, weil wir einfach denken, durch den Wirkungsmechanismus versprechen wir uns da in diesem dynamischen System des nur leicht Erkrankten oder vielleicht sogar noch vor dem, also ne, in dieser Grenze zwischen sichtbarer Symptomatik und nicht sichtbarer Symptomatik, dass da auch die Proteinsynthese noch sehr dynamisch ist. Was später ist, wissen wir nicht. Und bei Metformin ist auch noch ein interessanter Aspekt. Das ist ja ein Medikament, das Mitochondrien, also auf Mitochondrien geht. Und es wurde allerdings in C. elegans. C. elegans ist jetzt noch weiter weg, das ist ein Wurm, noch weiter weg als die Maus vom Menschen. Da wurde gezeigt, dass im Rahmen von Alternsforschung, dass wenn man Metformin ganz früh an die Würmer gibt, dann verdreifachen die ihre Lebenszeit. Deswegen ja auch die amerikanischen Kolleginnen, die unbedingt Metformin nehmen wollen. Aber wenn man Metformin spät gibt, also wenn der Organismus schon gealtert ist, übertragen aufs Huntington, wenn das Gehirn schon beschädigt ist, bei den Würmern führt es dann dazu, dass die sehr schnell und deutlich schneller als die Wildtyp-Tiere dann, also die nicht behandelten Tiere dann sterben. Und das müssen wir auch im Kopf behalten, dass es da anscheinend auch einen Tipping Point gibt zwischen, wie die Zelle so drauf ist. Also ob die Zelle noch fit ist oder ob die Zelle schon vorbeschädigt ist. Das ist ein kritischer Punkt, den wir nicht vergessen dürfen. Okay, dann erstmal eine andere Frage noch. Genau, das ist jetzt einfach eine Anfrage. Ich habe vor 3 Wochen mit Metformin 500 angefangen. Soll ich bei der Studie eventuell mitmachen? Soll ich mich melden? Ja, also da würde ich gerne meine E-Mail-Adresse an Sie geben wollen. Und das wäre vielleicht etwas, weil da müssten wir genau wissen, wie alt Sie sind, wie die Krankheit aussieht, was die Mutation ist, wie das in Ihrer Familie gewesen ist. Und da würde ich wirklich sagen, ich könnte ja meine E-Mail-Adresse einfach mal in den Chat schreiben. Soll ich das mal machen? Können Sie machen, ich leite das dann in die Diskussion weiter. Okay. Da wir jetzt leider schon wieder sehr weit in der Zeit fortgeschritten sind, würde ich an der Stelle hier Schluss machen. Wir werden die restlichen Chatfragen schriftlich gleich beantworten, wie Dr. Lange macht das. Und dann bedanken wir uns sehr, sehr herzlich bei Ihnen, dass es doch geklappt hat. Und freut mich sehr. Schönen Sonntag. Ich danke Ihnen auch ganz herzlich, dass Sie so geduldig an der Technik gearbeitet haben. Auf Wiedersehen.